Und trotzdem wird es Weihnachten. Es war weder eine besinnliche Zeit der Harmonie und Gemütlichkeit, noch passten die Umstände zu Weihnachten. Und trotzdem, oder gerade deshalb, wurde es Weihnachten. Damals, vor etwa 2000 Jahren, hatte so etwas Ähnliches wie die Corona-Zeit den ganzen Erdkreis erfasst. Die Welt wurde vom Römischen Reich bestimmt und in dessen Namen regierte König Herodes in Israel. Das Volk litt unter seinen Repressionen. Er hatte das Land in einen Polizei- und Spitzelstaat verwandelt. Es gab Zeiten, da verbot er den Bürgern ihre Zusammenkünfte, ob öffentlich oder verborgen. Er stellte Wachen an, die die Gesellschaft kontrollieren sollten. Und wurde jemand bei einer Übertretung ertappt, so traf ihn eine harte Strafe. Der römische Kaiser Augustus hatte nur seine eigenen Interessen im Sinn. Er befahl, dass sich alle Menschen auf der Welt registrieren lassen sollten. Auf diese Weise wollte er sie besser kontrollieren und mehr Steuern eintreiben. Lukas, der Evangelist, berichtet, wie alle Menschen gefügig wurden. Er schreibt, und alle gingen hin, um sich einschreiben zu lassen. Auch der Zimmermann Josef und seine Frau Maria wurden durch diese Umstände gezwungen, sich von ihrem Wohnort Nazareth zu ihrem Geburtsort Bethlehem zu begeben. Maria war hochschwanger. Der Weg war gefährlich, beschwerlich und weit. Die politischen Umstände jener Zeit und der Druck, der auf den Menschen lastete, waren deprimierend. Es lag alles andere als eine weihnachtliche Stimmung in der Luft. Der Historiker Markus Spieker bemerkt dazu, es scheint, als würde sich der Teufel gerade so richtig austoben. Da kommt Gott. Ja, von allen unbemerkt, mitten in diese Situation hinein, nahm Gott all jene Umstände zusammen und gebrauchte sie. Er erfüllte seine Vorhersagen und Jesus kam in Bethlehem zur Welt. Betrachten wir die Ereignisse im Nachhinein, so passt alles genau zusammen, wie ein Puzzlestück ins andere. Kaum einer hat darauf geachtet, doch Gott regiert die Welt und durch vermeintlich planlose Geschehnisse führt er seinen Plan aus. Über 700 Jahre vor der Geburt von Jesus hatte der jüdische Prophet Micha in Gottes Auftrag vorhergesagt, »Du, Bethlehem Ephrata, bist zwar zu klein, um unter die großen Städte Judas gerechnet zu werden, dennoch wird aus dir einer kommen, der über Israel herrschen soll. Seine Herkunft reicht in ferne Vergangenheit zurück, ja, bis in die Urzeit. Jesus ist der ewige Sohn Gottes.« Er sollte in Bethlehem als Mensch geboren werden, um eine verlorene Welt zu erlösen. Gott brachte es fertig, die politischen Umstände und Wirrnisse für sein Vorhaben zu nutzen. Letztendlich bewahrheitete sich nichts anderes als sein Versprechen. Denken wir an die heutige Zeit, an die Ungewissheit unserer Tage. Die zunehmenden Ängste, die Beschwernisse, die den ganzen Erdkreis erfasst haben. Sie malen uns ein düsteres Bild vor Augen. Hören wir nicht auch von Registrierungen, von verstärkten Überwachungen und Kontrollen? Doch wir sind nicht uns selbst überlassen. Gott hat versprochen, dass sein Sohn auf die Erde zurückkommen wird. Der Allmächtige wird wieder die Umstände der Welt benutzen, um sein Versprechen zu erfüllen. Jesus wird die Geschicke der Welt in seine Hände nehmen, um Frieden, Gerechtigkeit und Sicherheit zu bringen. Das große Ziel Gottes ist die göttliche Herrschaft seines göttlichen Sohnes Jesus Christus. Über ihn heißt es in der Bibel, denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er die Welt gerecht richten wird. Und zwar durch den Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen bewiesen, wer dieser Mann ist, indem er ihn von den Toten auferweckte. Die Rettung ist heute erfahrbar. Für dich. Vielleicht läuft in deinem Leben einiges schief. Enttäuschungen haben dich überfallen. Schuldgefühle drücken dich nieder. Du hast schon vieles versucht. Und doch endet alles immer wieder in einer Sackgasse der Ausweglosigkeit. Der Druck nimmt zu. Es wird unerträglich. Du bist enttäuscht vom Leben, von deinen Mitmenschen und von dir selbst. Ja, das Leben ist gefährlich geworden. Die Hindernisse unüberwindbar. Die Angst groß. Die Wirrnisse undurchschaubar. Etliches läuft anders als geplant.
Es scheint, als spielte der Teufel Karussell mit deinem Leben. Doch halt! In alledem hat Gott seinen Plan für dich. Jesus sagt in deine Lebenssituation hinein: Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Es soll trotzdem Weihnachten werden für dich. Du sollst merken, dass Gott die Umstände deines Lebens gebraucht, um dich zu sich zu ziehen. Und das bedeutet mehr als nur ein bisschen Weihnachtsstimmung, Glühwein und Gebäck. Mehr als ein bisschen Freude, ein bisschen Liebe, ein bisschen Schenken und beschenkt werden. Mehr als nur ein bisschen was vom Leben haben. Jesus kam als das Leben auf die Erde. Er brachte uns die beste Botschaft, nicht nur für 4 Advente, sondern für die Ewigkeit. Jeder darf errettet werden, jeder, der will, egal wie tief er gesunken ist. Und ganz ohne eigene Anstrengung, aus völliger Gnade. Er schenkt die totale Amnestie. Dafür gab Jesus sein Leben und stand von den Toten auf. Er will dir das wahre Leben in seiner ganzen Fülle schenken. Nämlich das Leben, das in das ewige Leben einmündet. Und wirklich, er kann es. Es ist erfahrbar. Was Weihnachten bedeutet, drückte ein Dichter wie folgt aus. Der Mensch war Gottes Bild. Weil dieses Bild verloren, wird Gott ein Menschenbild in dieser Nacht geboren. Du sollst Weihnachten nicht nur mitfeiern. Nein, lass die Geburt von Jesus zu deiner ganz persönlichen Feier werden. Nimm ihn als das größte Geschenk Gottes für dich im Glauben an. Das Wort Gottes verspricht: Deshalb kann er auch für immer alle retten, die durch ihn zu Gott kommen. Er lebt ewig und wird vor Gott für sie eintreten. Lass es trotz allem oder gerade deswegen Weihnachten in deinem Herzen werden.